In diesem Video seht ihr, wie ihr die Vodafone EasyBox 804 und 904 installiert. In unserem Beispielvideo zeigen wir euch die Installation anhand der EasyBox 804. Auch wenn das Routermenü bei der EasyBox 904 etwas anders aussehen kann, ist der Installationsablauf identisch. Packt die EasyBox aus und steckt das Netzteil in eine Steckdose. Mit dem grauen TAE-Kabel verbindet ihr eure Box mit der mittleren F-Buchse eurer Telefondose. Schließt die EasyBox mit dem gelben LAN-Kabel an euren PC oder Laptop an und schaltet die Box ein. Ihr könnt nun die Installation per Telefon vornehmen, indem ihr euer analoges Telefon anschließt, den Hörer abnehmt und den Ansagen folgt. Oder ihr öffnet, wie hier gezeigt, euren Browser und gebt in die Adresszeile easy.box oder 192.168.2.1 ein. Zur Einrichtung eures Anschlusses benötigt ihr in beiden Fällen den Modem-Installationscode, den ihr mit eurem Willkommensbrief per E-Mail oder Post erhalten habt. Hier seht ihr nun das Routermenü. Wählt Aktivieren und Aktivierung starten aus. Die DSL-Leitung wird geprüft und die EasyBox verbindet sich mit dem Vodafone-Netzwerk. Gebt dem Modem-Installationscode, den sogenannten MIC, ein und klickt auf Weiter. Die EasyBox 804 prüft, ob die Aktivierung eurer Box erfolgreich war. Klickt nun wieder auf Weiter. Gebt das aktuelle, voreingestellte EasyBox-Kennwort ein und ändert dieses durch zweimalige Eingabe in ein neues Kennwort ab. Die voreingestellten Kennwörter findet ihr auf dem Aufkleber, der der Box beiliegt. Beachtet bitte, dass das EasyBox-Kennwort nicht das WLAN-Kennwort zur Einwahl in das WLAN-Netz ist, sondern nur zur Einwahl des Routermenüs gilt. Mit Weiter wird das Kennwort gespeichert und mit OK die Installation eurer EasyBox fertiggestellt. Together we can!